Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mehr Apps und Games und es geht weiter mit die Sims 4 und ich bin's, der Kahn. Und ich glaube, das wird hiermit die schlimmste Nacht, die wir bisher hatten, weil, schaut euch das mal an, schaut euch diese Werte mal an, dann schaut euch diese Werte mal an und dann schaut euch diese Werte mal an. Das kann was werden. Wir waren ja beim letzten Mal bei Nina zu Besuch. So, am besten weckst du den Papa und Selina weckt die Mama. Ja, und oh, das kann echt was werden heute. Das kann was werden heute Nacht. Das fängt schon mal gut an. So, aufstehen kann. Obwohl, dem geht es eigentlich ganz gut. Der hat halt nur ein bisschen wenig Energie. Aber bei Mama sieht es, glaube ich, schon ein bisschen anders aus. Ja. Ja, wobei. So, einmal bitte. Jetzt Getränk. Ne? Essen. Und danach bitte spielen. Obwohl, wird das die schlimmste Nacht ever? Mal schauen. Mal gucken, wie Melissa und Selina drauf sind. Oh, oh, oh. Danach kann auf jeden Fall. Danach kannst du auf Klo. So. Lass meine Kopfhörer oder wohl Kopfhörer? Kannst du ein Nickerchen hier machen? Mhm, sehr gut. Ach so, das ist das Ding, glaube ich. So. Ah, ich glaube trotzdem, dass ich. So, bitte ins Bett zu bringen. Weil sie doch kaum noch Energie hat und bei ihr ist es ähnlich. Och nö. Sieht hier aus, das ist unfassbar. So, einmal bitte. Einmal bitte ins Bett bringen. So, hier. Die Kleine schon am Schlafen, auch wenn sie gerade keinen Spaß hat. Sie muss halt schlafen. Mir leid. Aber was du vielleicht noch machen kannst, ist das hier reparieren gleich. Danach kannst du gerne. Ich glaube, danach kann sie sich gerne hinlegen. So, und auch du kannst dich dann. Ah, oh, so schlimm war die Nacht dann doch nicht. Na, ich dachte, das wird ein bisschen schlimmer. Aber das ging ja noch. Das muss noch repariert werden. Aber wir lassen das mal Summer machen. Die haben beide wenig Spaß irgendwie. Dann können sie halt den ganzen Sonntag jetzt spielen. Das wird ein Spielsonntag. Aber die schlimmste Nacht war es dann doch nicht. Mit Melissa und Selina. So. Mein Nase juckt natürlich mal wieder. Ne? Kennt ihr ja bei mir. So. Es geht auch ein bisschen schneller. So, okay. Jetzt sind, glaube ich, alle am Schlafen. Oh, da ist jemand wach. Da ist jemand wach. Vielleicht kannst du ja mit den Puppen spielen. Oh, die muss auch sehr auf Klo auf einmal. Das ist gar nicht gut.
Na, so schlimm wird das aber, glaube ich, nicht. Auch eine Menge Spaß. Danach kann sie halt nicht wieder Papa wecken. Ja, könnte doch noch eine bisschen schlimme Nacht werden. Das reicht erstmal. So, einmal bitte Papa wecken. Ja, ist doch gut. Das kann was werden hier. So. Nee, eigentlich hat sie doch noch... Ich denke zu viel. Wie sieht's denn hier aus? Nee. Du gehst mal bitte wieder zu Papa und sagst, dass du Hunger hast. Oh Mann, das ist echt eine schlimme Nacht. Ich verstehe es nicht, warum... Gib ihr doch mal was zu essen. Ist mir egal, ob dir sehr unwohl ist, ob du stinkst oder nicht. Ey, die hat so Hunger, ne? Und er kriegt es einfach nicht hin, ihr Essen zu geben. Oh, die ist hier eingeschlafen. Aber das ist, finde ich, gar nicht so schlimm. So, Mama ist wach. Okay, kannst was essen? Wie sieht's denn bei dem... Wie sieht's denn hier aus? Spaß. Okay, dann kannst du ja vielleicht mal die Windel benutzen. So, und dann vielleicht hier mal mit Po spielen. Dann hier auch mal. Was ist das? Umarmen. So, Selina ist wach, aber Melissa ist ein bisschen am Quengeln heute. Go
Donna Blash. Cool. Ich soll einmal ins Bett bringen, bitte. So, nachdem du sie ins Bett gebracht hast, kannst du auch gerne was essen. Warum essen die jetzt auf einmal draußen? Verstehe ich nicht. Naja, gut. Warum aber immer wieder in dieses Bett? Das verstehe ich nicht. Nein. Wir wollen keinen Besuch. Nachdem du gegessen hast, kannst du ja ein bisschen hier spielen. Mal wieder. Und danach kannst du dich auch mal wieder ins Bett legen, weil du keine Energie hast. So, wie sieht's hier aus? Oh, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also es war schon nicht eine ganz einfache Nacht, aber es war Dino einen neuen Namen geben. Mac. Vielleicht kann es dann ja aussprechen, keine Ahnung. So, wie sieht's denn hier aus? Hygiene. Kannst du ja hier sagen, ich will jetzt baden oder so. Baden bitte, bei ihr steht immer bitte. Aber sie hat jetzt auch Level 3 der Kommunikationsfähigkeit erreicht. So, das reicht. Genügend Spaß gehabt. So. Oh, Kahn geht's gar nicht gut. Wie sieht's denn hier oben bei Melissa aus? Melissa ist wahrscheinlich noch tief am Schlafen. Ja, die braucht Energie, auf jeden Fall. Windel benutzen am besten auch noch. Hier wird jetzt schön noch gebadet. Ein Badetag mit Mama. Was a bis. Keine Ahnung, was das heißen soll. Na gut. Die sind hier beide am Schlafen. So, ihr könnt ja spielen ein bisschen. Danach kannst du das hier aufwischen. Dann bleiben jetzt hier mal bei Selina und Mama. Da wird jetzt wieder gespielt. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Wir können ja mal gucken, wie lange es noch dauert, bis die ein bisschen älter sind. Bei Melissa dauert es noch 10 Tage und bei Selina noch 23 Tage. Ja. Und hier 26 Tage. Ja. Also, dann sind die hier Kleinkinder. Ne, da sind die Kind. Jetzt sind sie Kleinkind. Ne? Okay, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Beim nächsten Mal, das wird noch am gleichen Tag hier geschehen, werden wir die YouTuber-WG mal besuchen. Wir werden zu Yoshi, Kati und zu Eva gehen. Und mal gucken, was da so abgeht. Leute, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben, Leute, gar kein Problem. Aber lasst nur ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!